Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe noch etwas von dieser Holzlasurmischung, das heißt Holzlasur und Vinylkleber übrig. Und dann mache ich noch mal ein kleines Bild. Ja, das Bild ist auch 15 auf 15 cm. Und dann mache ich euch wie so ein Blumenstrauß, kann man sagen. Sträucherbüsche. Lasst euch überraschen. Dann fangen wir an. Bis gleich. Okay, hier nochmal halb Holzlasur, halb Vinylkleber. Mache jetzt die Restfarbe alles drauf. Okay, das reicht gerade so. Ein bisschen die Luftbläschen rausmachen. Lass es diesmal vielleicht gleich mal über die Ecken laufen. Okay. Gut. So. Zieh mal die Handschuhe aus. Nehmen jetzt erstmal Türkis. Okay. Das Türkis wirkt recht dunkel hier. Das Magenta. Fahr das mal dazwischen rein. Nehmen wir das Weiß für zwischendurch, um was aufzuhellen. Das wird jetzt noch nicht viel bringen, aber für später. Weil ich werde das Ganze jetzt erstmal nochmal laufen lassen. Sozusagen als Grundschicht. Und ihr seht immer, dass was zu viel ist, läuft automatisch runter. Vielleicht könnte man das Bild schon so lassen. Sieht auch genial aus. Wisst ihr was?
Boah. Schmeißen wir es gleich runter. Auch nicht schlecht. Das Bild hat schon was. Und ich überlege gerade, ob ich das nicht so lasse. Was man jetzt noch machen kann, vielleicht einzelne Tropfen. Komm, ich nehme dazu das Violett. Also mit feineren Pipetten geht es natürlich besser. Okay. Komischerweise passierte nichts. Ah, es kommt, es kommt. Da können wir aber ein bisschen nachhelfen. Versuchen wir, ob mit dem Weiß noch was geht. Ja. So, ich denke mal, das reicht schon. Machen wir die Farben mal wieder zu. Was man jetzt noch machen kann, wieso? Also Äste von einer Blume oder einem Stamm. Dass es wie ein Blumenstiel aussieht. So. Ja, das hat doch was. Okay, das lasse ich so. Das ist okay. Können wir vielleicht hier das noch verbinden? Ich finde, das hat auch was. Gut, das war's. Also wie gesagt, ihr könnt das spielen ohne Ende. Einfach mal was Neues. Zeige ich euch jetzt gleich von allem. Dann war's da schon. Ich drehe es euch mal um, damit ihr es vielleicht besser sehen könnt. Wenn ich es euch von allem zeige. Okay, dann bis gleich.
So, Freunde, jetzt von daheim. Das ist wie so ein Blumenstrauch. Kommen dann die außenstehenden Blumen. Schau dir mal das Muster an. Wie so kleine Blätter kann man sehen. Ein Gestrüpp. Muss nicht mal Eisblumen sein, sondern hier sieht es wirklich aus wie so Büsche oder Blätter. Cool. Also gut. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Schreibt mir gerne. Danke euch fürs Zuschauen. Und dann war es das von mir. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Bye.